Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Torchlight 2. Ja, da geht's weiter mit meinem Fitstone-Magier Doom und seinem treuen Gefährten Bernhard. Wir sollen ja nach wie vor die Wächterin des Manas erretten. Und da machen wir auch heute weiter. Da hatten wir letztes Mal aufgehört. Ich habe hier schon die Sphinx mal angequatscht und mein Inventar geleert. Ganz praktisch. Und dadurch hat sich das Portal hier geöffnet. Und da müssen wir im Prinzip rein. Stufe 23 bis 26 sollen wir sein. Wir sind 25. Also ich würde mal sagen, eigentlich ganz gut mit drin. Wir haben ja auch gut alles leergeräumt hier in diesem Gebiet, was hier war. Die Sphinx hat mir freundlicherweise noch Belohnung. Und das geht aber auch gleich fix los hier, würde ich einfach mal sagen. So. Der ist aber hartnäckig. Okay, der ist auch hartnäckig. Gut, gebe ich zu. Habe ich gerade ein bisschen unterschätzt, die Situation. So geht es aber auch. Es geht auch zur Not per Hand. Aber nicht so gut. Kann ich jetzt einfach mal behaupten. So, aber ich denke mal, früher oder später kriegen wir ihn dann doch. So wie jetzt. Also erstmal haben wir natürlich auch Bernhard, der ja kräftig mithilft, freundlicherweise. Dann habe ich jetzt diesen... Achso, ich war jetzt ein bisschen überrascht. Also der hat ja jetzt diesen Netherkobold, das habe ich jetzt so gemacht, das hat tatsächlich Bernhard jetzt als Zauberspruch. Ich hatte ja noch eine schwächere Version gefunden und die hat jetzt Bernhard bekommen, in der Hoffnung, dass Bernhard hier einfach ganz fleißig mal ein bisschen die beschwört. Das macht das für mich dann ein bisschen einfacher. Ach, da muss ich näher ran. Da drüben hat aber noch was gefunkelt, dass ich unbedingt auch ran muss. Hallo? Lass mir ja den Bernhard in Ruhe. So, geht doch. Ich will jetzt erstmal auf die andere Seite. Da war was. Da war ein Schatz. Ein Schatz. Mein Schatz. Oh. Seid fachkundiger geworden. Oh, das ging ja fix. Ich finde, das hat sich auch gelohnt. Das hat sich auch gelohnt. Ich weiß gar nicht, wir laufen, glaube ich, hier lang, oder? Ja, wir haben auch, ja. Das ist immer nett, ne? Weil wenn er den gleich beschwört, sind die gleich zu zweit. Also ich müsste den jetzt extra beschwören. Das würde mich gleich ein bisschen... Oh. Sind aber überall Gold und Reichtümer. Hier bin ich richtig. Kann ich nicht anders sagen. Hier bin ich definitiv... Oh, das sieht schlecht aus. Ein Schockturm. Das war der zweite. Bernhard, sei vorsichtig. Oh, riesige Mana-Tränke. Heiltränke. Oh. Ich kann doch auch Bernhard schicken, ne? War das nicht so? Ja. Also bisher kommen wir ganz gut durch. Ich habe ja bei den Items nochmal ein bisschen umgerüstet. Also ich habe im Prinzip alles mal durchgeguckt. Da waren so ein, zwei Kleinigkeiten dazwischen, die tatsächlich besser waren als das, was ich so bei mir rumtrage. Ah, hier geht es einfach nur, das müsste eigentlich theoretisch, müsste das ein bisschen Sackgasse sein, oder? Ja, ist es auch. Weiter geht's. So, wir sind ja fachkundiger geworden, also wollen wir doch gleich mal gucken, was können wir eigentlich machen. Den lasse ich jetzt mal außen vor. Die brennenden Säulen finde ich ja nach wie vor ganz gut. Da kann ich noch nichts machen. Nee, das mache ich noch nicht. So, hier kann ich auch noch nicht mehr machen. Also ich komme eigentlich so ganz gut durch. Frage ist nur, die Feuerbomben oder die brennenden Säulen? Ich werde es erstmal für die brennenden Säulen tatsächlich. So, ach, hier kann ich ja auch. So.
So, ich werde das jetzt mal so machen. Genau, weil wir können nämlich schon besser ausweichen. Ich glaube, das ist, da hätte ich schon viel früher mal ein bisschen nachziehen müssen. Weil der Schaden, den ich austeile, finde ich eigentlich ganz okay. Aber ich werde noch ein bisschen zu oft, die erwischen mich ein bisschen zu oft. Doch das Mana ein bisschen aus. Ah, nicht genug Mana. Da muss ich mal am Mana arbeiten. Oh, das wollte ich nicht. Ich habe mich verdrückt. Oh, das ist noch ein Sack. Aber der ist da unten. Ja, da muss ich sowieso nach da unten. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Aber die sind natürlich... Oh, oh, der sieht irgendwie fies aus. Aber der ist es glücklicherweise nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich Explosionsschaden oder sowas kriege. Sah ein bisschen danach aus. Ganz schön was los hier. Ich glaube, ich muss auch bald die Tränke umbauen. Also gegen die großen Varianten, habe ich so einen Eindruck. Was da noch kommt. Da war jetzt gerade ein bisschen viel los, habe ich so einen Eindruck. Wie viel habe ich denn hier? Eigentlich 2000 und die machen 900. Also, da können wir wirklich bald umbauen und die großen Heiltränke benutzen. Ich habe jetzt mittlerweile so viel Leben, dass die kleinen Tränke auch nicht mehr so ganz ausreichen. Werden die mit Mana betrieben oder mit Elektrizität? Fragen über Fragen. Da geht schon nach unten, aber ich habe hier oben noch gar nicht alles abgeklappert. Also man sollte ja schon alles mitnehmen, ne? Also ich sag mal, von der Stufe sind wir zwar ganz gut davor gerade, aber trotzdem weiß man ja auch nie, ob man nicht vielleicht irgendwas ganz Traumhaftes findet. Eigentlich ja der Sinn, irgendwie gefühlt, eines Rollenspiels, coole Items zu finden. Also mal abgesehen jetzt von der coolen Story vielleicht, geht's unterm Strich geht's ja eigentlich immer um Loot. So, hier könnte ich eigentlich dann wieder sagen, hier mache ich das Mana-Fläschchen wieder hin. Die habe ich ja auch noch. Also die würde ich dann auch ganz gerne dem Hund überlassen. Was ist das eigentlich? Oh, praktisch. Kann er dann trotzdem zaubern? Bestimmt, oder? So, was wollte ich eigentlich? Ich wollte den dann da reinsetzen.
Könnte man ja eigentlich mal machen, ne? Oder? Da. Habe ich aber nur eins davon. Einen Gegner zu betäuben. Mit einem giftigen Biss. Auch nicht schlecht. Tödliche Kriegsbestie. Ich habe zwar nur ein. Ach ja, komm. Sieht ja gleich ein bisschen gefährlicher aus. Oh. Da war ich, glaube ich, ein bisschen zu wagemutig gerade. Das waren jetzt gar nicht mal die Gefährlichkeit der Gegner, das war, glaube ich, die Masse. Ja, was laufe ich hier auch her? Sie sind ja auch ein bisschen selbst schuld. So, das war's. Jetzt müssen wir die Große nehmen. Bleibt nichts übrig. Wir müssen jetzt die Große nehmen. 136 habe ich davon. Das soll jetzt eigentlich eine Weile reichen, hoffe ich. 136 von denen. So, und wir sammeln ja auch schon die riesigen ein. Berner, man kann sie kaum unterscheiden, wenn die da so lang flitzt. Sieht ein bisschen aus wie eine Ratte, ne? Oder? Jetzt mal ehrlich. Der Bernhard. Ach, das hat sich ja gelohnt. Muss ich auch mal wieder Gold ein bisschen ansammeln, ne? Für den Fall, dass ich mal wieder sterben muss. Na, da hinten ist ja auch noch ein bisschen was. Da geht's auch irgendwie jetzt da noch runter. Guck mal, da haben sie mir eine Goldspur gelegt. Habt ihr das gesehen? Damit ich da auch ja hingehe. Ganz schönes Gemetzel. Die Gegneranzahl wird ein bisschen mehr. Na. Och, kann doch nicht so schwer sein, da so eine Urne zu treffen. Nicht genug Mana. Ah, nicht genug Mana. Da müssen wir doch ein bisschen für Mana sorgen. Hat sich gelohnt. Ich will das ganze weiße Zeug hier gar nicht mitnehmen. Aber wenn das auch immer aufleuchtet, Mensch. Man haut schon ab, aber ich glaube, das hilft ihm nicht viel. Das hilft ihm nicht viel. So, ich will mal gleich das, das ganze komische... Ach nee, so viel weißes Zeug ist das gar nicht, was ich da eingesammelt habe. Was war das? P war das, ne? Begleiter? Ja. Bernhard. Das kannst du aber mal nehmen. Das kannst du mal nehmen. Das Ding brauche ich definitiv auch nicht. Dann sind wir das nämlich gleich wieder los. Ja, Rest weiß ich noch nicht. Hm, 143. Nein. So, und das kannst du schon mal haben. Ja, nun, glaube ich. Ich sag mal, so viel kann ja nicht übergeblieben sein, oder? Ich weiß nicht, was da hinten noch liegt, aber es kann eigentlich gar nicht so viel sein.
Aber wir werden das sehen. Aber wenn sie da schon so eine Fallen machen, ja, dann muss ja bestimmt auch irgendwas Besonderes da sein, oder? Sonst macht man doch nicht so eine Fallen. Oh, da wird ein Schatz, wird da liegen. Da riesige Truhe. Aber da hätte ich da hinten machen müssen. Toll. Was? Ah, da haben sie mich ausgetrickst. So, haben wir denn noch einen Heiltrank für alle Fälle? Also wegen sowas wollte ich jetzt auch nicht gerne sterben. Ich laufe jetzt aber lang. Da ist auch noch eine riesige Truhe. Und da ist eine riesige Truhe. Aber da komme ich dann nirgendwo hin, oder? Da ist ein Hebel. Der hat das hier jetzt scheinbar ausgeschaltet, oder? Ich habe auch irgendwie was freigelassen, was ich nicht freilassen hätte sollen. Sind da nur noch mehr Hebel? Da hinten ist auch noch ein Hebel. Ich laufe einfach rüber. So, ausgeschaltet. Ja, ja, ja. Das ist eine fiese Falle. Das wissen diese Entwickler auch ganz genau. Wenn das so ein Hebel ist, drückt man den natürlich. Da sind ja aber bestimmt noch mehr Hebel. Rate ich jetzt mal. Die Frage ist natürlich nur, wo. Ich laufe jetzt einfach durch. Manchmal ist das die... Ich habe ja Gott sei Dank noch ein paar Heiltränke. Da hinten ist ja auch noch eine riesige Truhe. Da ist aber kein Hebel mehr. Da ist kein Hebel mehr. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, das wäre vielleicht mit dem zweiten Hebel. Ich hatte gar nicht mehr geguckt. Ist dann der Sarkophag bei dem zweiten Hebel irgendwie hochgekommen? Ja. Ihr könnt euch das denken, ne? Ich kann ihn da jetzt nicht liegen lassen. Ich laufe einfach rüber. Naja, ob das Gold jetzt wert war, ne? Aber trotzdem. Na, immerhin. Was ich denn da habe, das habe ich ja auch. Bernhard hat sich wieder zurückverwandelt. Also so gefällt er mir auch viel besser. Eigentlich gefällt er mir so viel besser. Wir können natürlich nachher nochmal. Da habe ich auch schon wieder. Wir machen trotzdem noch einen. So, 8% ausweichen können wir schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt beim nächsten Mal wieder Fokus komplett machen. Und dann werden wir geschehen. Vitalität ist momentan eigentlich ganz gut. Also es macht ja ein bisschen die Mischung auch. Hier werden ja bestimmt noch mehr Fallen sein. Da machen wir jetzt die Feuerbomben. Hätten wir das schon gekonnt? Ne, dann können wir es eh nicht mehr. Und ich glaube, wir gucken nochmal. Was machen wir aus Bernhard als nächstes? Das ist auch schön. Auch wieder für 5 Minuten. Eigentlich nicht schön. Eigentlich möchte man ja gerade diesen Gegnern doch ein bisschen aus dem Weg gehen. Also den Spinnen meine ich jetzt. So, und jetzt holt man sich seine eigene Spinne hier.
Hallo? Mana nicht ausreichend. Mana nicht ausreichend. Jetzt kriege ich doch tatsächlich noch Mana-Schwierigkeiten. Ich glaube, da kann ich auch bald auf die großen Tränke setzen. Aber ich habe noch so viele von den kleinen. Geheimraum! So, ich muss ja trotzdem mal kurz weg. So. So, wir müssen jetzt auch kurz gucken, dass das Mana hier mal ein bisschen... Das dauert natürlich aber zu lange. Ich habe ja mittlerweile... Naja, obwohl so wahnsinnig viel Mana ist es auch nicht. Das lädt sich auch relativ schnell wieder auf. Aber es ist doch schnell wieder entladen. Oh, da müssen wir ganz schnell durch. Oh, lass mich weg. Lass mich doch da weg. Lass mich doch da weg, bitte. Aber das war doch gar kein Geheimraum. Die Geheimräume werden doch normalerweise gar nicht angezeigt, oder? Bin ich da jetzt doch irgendwie dran vorbeigelaufen? Natürlich klar, je mächtiger die Zauber werden, umso mehr Mana brauchen sie auch. Passiert da jetzt irgendwas? Mana-Trank. Werde ich brauchen, früher oder später. Ich habe nicht Reicht das Mana nicht mehr? Ah. Ich habe wenig Mana. Ich habe nicht genug Mana. Aber ich habe noch Tränke. Von sich geben. Dabei sind das doch Roboter oder was? Also ist die Sterbensgeräusche von sich geben, hätte ich nicht erwartet. Oh, da läuft was Großes, oder? Oh. Das ist aber ziemlich groß. Das, ja, habe ich, als hätte ich es geahnt. Hui, 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 hui. Sich da. An den komme ich gar nicht ran. Ah. Doch jetzt.
Das war mal gar nicht ganz so leicht, an den ranzukommen jetzt. Das ist ein bisschen gemein gewesen. Ja. Geht's aber irgendwie gerade nicht runter, oder? Nee. Muss ich da hinten lang? Machen wir mal einen kleinen Abstecher hier rum. Müssen wir warten, bis der fertig ist da. Und ganz schnell weg. Lalalala. Ich war gar nie da. Ist hier noch irgendwie was? Nö. Hier ist gar nichts mehr. Ach doch, der. Stand auch ein bisschen unnütz rum. Da war gar kein Saft. Der war noch im Auflademodus. Jetzt habe ich ihn. Was haben wir hier denn Schönes? Das war ein bisschen gemein. Nee, da hinten geht's runter. Ich dachte gerade, Sackgasse. Haben Sie eine Sackgasse mit Socken? Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, dass ich so viele Tränke verwenden muss. Ich könnte natürlich auch doch das eine oder andere mal einfach aufwarten, bis es wieder aufgeladen ist. Wie viel habe ich denn von den Großen eigentlich? Das ist der Große. 19. Da habe ich auch gar keine anderen. Da habe ich nur die. Sollte ich nicht ganz so verschwenderisch mit umgehen, habe ich so einen Eindruck. So, also hier haben wir alles. Was das hier jetzt auf sich hatte, bin ich mir nicht sicher. Da drüben geht es auch noch irgendwie ein bisschen weiter. Ja, aber das ist eine ganz langsame. Also wir werden uns jetzt mal eine halbe Stunde Zeit nehmen. Nee, nein, wir laufen natürlich weiter. Au! Lass das! Also hier muss ich tatsächlich ein bisschen suchen. Und man merkt schon so ein bisschen, das wird auch... Gut, dadurch, dass ich natürlich auch jetzt Fernkampf machen... So, also mein Mana ist zur Neige. Das geht aber ganz schnell wieder hoch. Da muss ich jetzt ein Sekündchen mal abwarten. Aber ich denke mal, beim Heiltrank, da werde ich nicht drum rumkommen. Den muss ich wohl einmal nehmen. So, jetzt sieht es auch schon wieder gleich viel besser aus. Ich laufe jetzt hier einfach hoch. So, Bernhard hat sich unten noch mit irgendwem beschäftigt. Da sind noch welche. Schön aus der Distanz. Also wenn ich ein bisschen mehr aus der Distanz... Ah, nicht immer so voreilig irgendwo hinrennen würde.
So, ich muss ja... So. Muss mehr mit der Shift-Taste arbeiten. Muss ich mehr mit der Shift-Taste arbeiten. Würde wahrscheinlich doch ein bisschen Mana etc. Oder die einfach mal ein bisschen mehr beschwören. Ah, die sind zu weit weg. Ist auch ein bisschen schade, dass dieser Kobold, den ich Bernhard aufs Auge gedrückt habe, das ist natürlich die schwächere Variante. Ich habe natürlich noch eine stärkere. Ich weiß auch nicht genau, wo es hier weitergeht. Ich habe nicht genug Mana. Oh, Bernhard, schnell weg da. Da hätte ich jetzt noch gar nicht eingreifen können, ne? Das ist ein bisschen gemein eigentlich. Das ist auch viel Mana-effizienter, scheint mir, wenn ich immer die kleinen Zauber nutze. Gerade für so eher kleinere Geschichten. War ich hier schon mal? Der Rüstmeister. Ich habe das Gefühl, dass das hier ein bisschen der Bereich ist, wo wir eigentlich auch hin sollen. Ah, werden wir mal gucken. Ja. Werden wir mal schauen. Also erwartet uns ja hier wahrscheinlich. Guck mal, könnt ihr das sehen? Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen, wenn man ganz viele Heiltränke und Mana-Tränke vor einem Kampf findet. So, warum sind hier so viele tote Abenteurer unterwegs? Wird das am Ende auch mein Ende werden? War das der Rüstmeister? Ich glaube ja. Ich glaube, bei dem muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Und dass die sich auch noch teleportieren können, finde ich gar nicht gut. Ja, weiß ich nicht, was ich jetzt hier draus gelernt haben soll. Warum ist das da jetzt ein bisschen höher gegangen? Das noch.
Ich muss einfach die Gelegenheit nutzen, so zwischendurch. Es dauert ja mal eine Weile, bis ich wieder einen Halt dran nehmen kann. Also muss ich einfach vielleicht. Aber hier liegt immer einer rum. Ich habe eigentlich ganz gute Karten gegen den. Aktuell. Fesseln des Bösen. Oh, Errungenschaft. Einen geheimnisvollen Stab habe ich da entdeckt. Den ich natürlich. Und den möchte ich auch. Und dann nehme ich den auch mit. Ach komm. Portal zur Oberfläche. Nein, ich möchte natürlich hier, wenn schon, denn schon. Zum Wächter der Luft zurückkehren. Also irgendwie habe ich jetzt, das ist jetzt aber nicht so ein Erlebnis, dass man sagt, ah, geil, jetzt hast du den Bossgegner erledigt. Jetzt hast du irgendwie, ja, was Gutes getan. Irgendwie befreit, richtig dick und fett. Nein, man hat jetzt eher so das Gefühl, schade, ich war zu spät. Ne? Irgendwie? Aber lass uns mal überraschen. So, zum Kriege rüsten. Mit starken Legionen sie sich brüsten. Alchemie und Rüstkunst verwehen. Okay. Machen sie Mana zweimal überleben. Ich glaube, die kann ich alle beide nicht so wirklich in brauchen. Verlassenen Gewölben. Oh, das vielleicht? Muss trotz Magie als Sklavin. Soll die Truppen im Kampf begleiten. Das gibt am meisten. So, was, jetzt bin ich gerade noch nicht so ganz. So, zum Wächter der Luft in Zerpisch zurückkehren. Also okay, ich muss also zurück. Da muss ich nicht rein. Nee, muss ich nicht rein, sondern ich muss im Prinzip hier jetzt einmal zurück. Und dann mal gucken. Und dann wollen wir dahin. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also die Sphinx hat mir auch schon sowas erzählt, also eigentlich hat er sie mitgenommen, na, nicht so ein bisschen spät. Wir müssen schnell handeln. Der Rüstmeister, den wir in den Gewölben bezwungen. Dass sie fast gerade dazu benutzt wird, die Magie der ganzen zu beherrschen. Dann blieb nur noch eins, sie müssen die Wächterin. Oh nee, das wollen wir nicht. Zu befreien können wir und die Pläne des Alchemisten durchkreuzen. Das wollen wir natürlich. So. Ein Djinn! Okay, das möchte ich, wenn das mal ausgesagt hat, aber seine Hilfe hat sicher ihren Preis. Ja, wahrscheinlich, ihr müsst aus der Salzöde. Und bringt ihn dazu, euch bei der Befreier, bei der Befreiung der Wächterin zu helfen. Ihr habt eine Quest bekommen. Das werden wir doch versuchen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, es ist noch spannend genug. Ist ganz interessant. Ich finde, es kriegt auch jetzt ein bisschen mehr Fahrt. Ich habe jetzt viel mehr Lebenstränke, Mana-Tränke gebraucht als sonst üblich. Ich werde jetzt hier einfach auch die Gelegenheit nutzen. Das mache ich schon mal jetzt. Ich habe ja gesagt, wir wollen jetzt hier vielleicht, wir machen jetzt nochmal 40. Ja. Und ich glaube, dann machen wir hier mal 2. So. Genau. Und dann wollen wir hier auch nochmal schauen. Das machen wir jetzt noch schnell. Den Hagelsturm. Dann werden wir tatsächlich den Hagelsturm noch erhöhen. So, weil wir den doch ständig brauchen. So, und den Rest, den machen wir dann in der letzten Folge. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal.